Und dem Ärger. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:29 Uhr, mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und ich beeile mich, weil wir haben eine Big Number. 15.607 würden wir long gehen und 15.592 würden wir short gehen. Täglich grüßt das Trading-Tier. Nein, aber wir haben die 15.6 jetzt ganz schön oft bespielt. Ja, bin gespannt, ob wir die 6 jetzt heute verlassen oder ob wir nochmal in Richtung Süden laufen. Gestern war es ja wieder recht volatil. Wir haben insgesamt 252 Punkte. Das ist wow. Das ist sehr, sehr cool. Und wir sehen hier, dass wir 24, 19, 14, 18 kleine, gute Boxen hatten auf Minute, die wir sauber getradet haben und die man hätte machen können. Wir sind jetzt erstmal auf der Big Number und wir gehen auf die Vola-Boxen. Das sind die grünen Boxen. Und ich hole mal unseren gestrigen So, und hier sehen wir gestern die Bewegung. Ja, jetzt muss ich erstmal meine Einstellung wieder hier einlegen, weil wir gestern Schulung hatten und ich dort mit anderen Einstellungen gearbeitet habe. So. 5. So. Dann holen wir hier mal den Indikator rein. Zack, so sieht das Feld von gestern aus, was wir gemacht haben. Big Number oben. Wir haben hier die erste Vola-Box getradet, Big Number getradet und wir haben den Hedge-Auflösungstrade gemacht. Wo kommt der Markt heute rein? Da werden wir einmal drauf schauen. 15.606. Es wird ein Big Number Trade sein. 15.606. Die Linien 06. So, roundabout, da wird die Vola-Box reinkommen. Das gilt eigentlich nur für die Damen und Herren, die sich schon mal vorbereiten wollen auf ein Hedge-Auflösungstrade. Und jetzt gehen wir in die großen Zeitebenen rein, wie jeden Morgen, und fangen diese Woche immer mit Ethereum an. Ist bei mir immer noch drin. Daily Short, 4 Stunden Long. Stunde long, 30 Minuten long, 15 Minuten short, 5 Minuten auch short, also da relativ unentschieden. Wir bleiben in dem Markt, wechseln, bleiben wir aber bei Kryptos, gehen in Bitcoin 34, auch hier keine großen Veränderungen. Daily short, 4 Stunden jetzt auch short, Stunde short. 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Also da gibt es nichts Neues. Wir switchen weiter nach oben. Dow Jones. The Dow. Long im ersten. 4 Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long zum ersten, zum zweiten und 5 Minuten auch Long, aber wir sehen, was ist hier los. Ja, da braucht der Markt ein wenig Sauerstoff, um weiter nach oben den Berg zu erklimmen. Beim S&P 500, Daily Long, All-Time High, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Short. Technologiebörse, Nasdaq, All-Time-High-Niveau auf Daily, Long, Week, 4 Stunden, Long, Stunde, Long, 30, Short, 15, Short, 5 Minuten, Short. Kommen wir zum Öl, Daily, Long, 4 Stunden, Long, Stunde, Long, 30, Long, 15, Short, Long. Und 5 Minuten auch long. Also da sieht es auch
Long aus. Kommen wir zum Gold. Daily. Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. 5 Minuten auch Long. Also da dreht der Markt. Und zu allerletzt The Gold All German DAX. Daily Basis Long. 4 Stunden Short. Stunde Unentschieden. 30 Minuten Short, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Also nochmal zurück zum Stundenchart. Mach das mal ein bisschen größer. Ja, wir haben Gap. Sieht Long aus. Auf 4 Stunden ist es Long und ich sehe und merke, es rüttelt hier in meinem Konto. Das heißt, wir sind ausgeführt. Wir sind in dem ersten Trade an dem 1. Juli 2021 mit der ersten Falle, die zugeschnappt hat, Long. 15.607 Long und 15.392 Short. Der Daily Pivot liegt heute bei 15.579 und liegt von unserer Box genau 12,78 Punkte entfernt. Das Gap liegt ca. 16 Punkte entfernt. Also ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. MTX. Alle Trades, die wir letzte Woche oder beziehungsweise schon länger, etwas länger offen hatten, vom 24. Juni, vom 24. Juni einmal MTX und einmal Kim Jun Sen, sind beide gestern geschlossen worden hier auf dem Level. Und wir sind jetzt long und können jetzt wieder ein paar Shorties, wenn nächste Short-Signale kommen, wieder reinlegen. So, und punktuell, es ist 8.57 Uhr, der Eröffnungstrade ist gelaufen, Big Number Trade. Und ich verabschiede mich jetzt hier bei den YouTuber für unser Videotagebuch. Das war der Eröffnungstrade fürs Protokoll, 8.57 Uhr. Und wünsche allen noch gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und habe heute auch den Christoph wieder gegenüber sitzen. Und ich bin schon gespannt auf die Vola heute. Also dann bis morgen.